Heute starten wir mit dem Veggie Race und es treten an Ganger Gemüse ohne Biokanner und einmal mit Biokanner. Mal sehen, wer das Rennen machen wird. Daniel, wo befinden wir uns da jetzt eigentlich gerade? Ja, Caro, wir sind hier bei uns im Familienbetrieb in der Gärtnerei Ganger im 22. Bezirk. Und wir stehen mitten in unserem Hochbeetgarten. Und unser Hochbeetgarten, das sage ich gern dazu, das ist unser Experimentierfeld. Weil in diesen Hochbeeten pflanzen wir weniger bekannte, seltene Kräuter- und Gemüsepflanzensorten an. Und schauen einfach mal, was daraus wird. Und da freue ich mich drüber, dass ihr heute bei mir hier zu Gast seid. Genau, weil Roli, wir haben ja heute einen Vergleichsanbau, richtig? Ja, genau. Vielen Dank einmal an die Familie Ganger, dass wir hier sein dürfen und auch den Vergleichsanbau machen dürfen. Das ist ein Beet, das nur mit Biokanner gedüngt wird. Wir haben da drüben einmal dasselbe Beet mit denselben Pflanzen, derselben Erde. Aber hier wird ohne Biokanner gedüngt und das Ergebnis erwarten wir dann in wenigen Wochen. Welche Pflanzen hast du uns da jetzt eigentlich vorbereitet? Ja, Caro, das sind alles Biogemüsepflanzen, die aktuell bei uns im Laden erhältlich sind, genauso wie Biokannerdünger. Mhm. Und ich habe, weil das ja unser Experimentierfeld ist, einige seltene, weniger bekannte Sorten mitgebracht. Ein Neuseeländer Spinat und ich habe aber auch noch einen Wasserspinat und einen Malabarspinat. Das sind alle Spinatsorten, die sehr gut auch im Sommer gelingen. Wasserspinat passt zum Beispiel super zum Wokgemüse dazu, lässt sich sehr gut kurz braten. Ich habe auch zum Beispiel eine Inka-Gurke, die innen hohl ist und die man sogar gekocht und gefüllt essen kann. Und natürlich darf bei jeder guten Mahlzeit ein feines Dessert nicht fehlen. Das ist dann hier zum Beispiel hinten unsere Pepino-Melone. Und das haben wir eher weiter zum Stamm hin gepflanzt, weil wir können das dann hier gut raufziehen und raufwachsen lassen. Na dann starten wir mit dem Veggie Race, hätte ich gesagt. Jawohl. Jetzt haben wir so lange gefilmt, wir sollten unbedingt die Pflanzen jetzt einmal gießen. Stimmt, somit fangen wir an mit Rhizotonic, dem Wurzelstimulator, und BioVega, unser Wachstumsdünger. Und nach ein paar Wochen schwenken wir dann um auf BioFlores. Ja, super, Roli. Und ich und meine Mitarbeiter werden jetzt natürlich schauen, dass der ganze Vergleich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und wie oft muss ich da jetzt düngen? Zu jedem Gießgang. Es ist ein Biodünger. Eine Überdüngung ist praktisch nicht möglich. Fein. Super. Dann lass uns gleich starten. Okay, ich glaube, wir sind für heute fertig, oder? Ja, du, ich habe fertig gegossen und das Licht ist an. Ich würde sagen, wir sehen uns im Juni. Roli, ich hoffe, das Beet wird so, wie man es sich für ein Biokannerbeet erwarten kann. Tschüss! Tschüss, Baba. Grüß euch, bis im Juni dann.